herzlich willkommen zu meinem 34. Kurzvideo zu Windows Grundlagen, Windows Grundkompetenzen. Jetzt möchte ich zeigen, wie man die Skalierung und die Bildschirmauflösung verändern kann. Also du weißt ja, Bildschirmauflösung bedeutet, je höher die Bildschirmauflösung ist, umso schärfer ist es. Und Skalierung bedeutet letztlich, wie groß oder wie klein Dinge hier auf dem Desktop dargestellt werden. Ganz einfach geht das so. Rechte Maustaste auf den Desktop und dann Anzeigeeinstellungen wählen. Dann geht bei mir dieses Fenster auf, ich gehe weiter hinunter und kann hier zum Beispiel die Skalierung einstellen, das heißt die Größe von Text, Apps und anderen. Bei mir würde 150 empfehlen, ich habe hier 175 gewählt, das heißt je mehr ich jetzt hier wähle, umso eher verändert sich dann hier dann die Größe und die Darstellung. Und hier habe ich die Bildschirmauflösung, hier habe ich die Bildpunkte, waagrecht und senkrecht. Das heißt, je mehr Bildpunkte ich hier habe, umso schärfer wird dann mein Bild. Und das alles schaffst du. Wie gesagt, rechte Maustaste auf den Desktop, Anzeigeeinstellungen weiter runter und dann hier die Skalierung einstellen. Das beeinflusst die Größe von Text, Apps und so weiter. Und die Schärfe, Bildschärfe ist mit der Bildschirmauflösung zu regulieren. Ja, danke und bis gleich zum nächsten Video.